Musa alaihi salam ist jetzt was? Erwachsen. Ja? Ausgewachsener Mann. Hat Kinder. Hat geheiratet. Aber er möchte was? Seine Familie wiedersehen. Er hat jetzt 10 Jahre seine Mutter nicht gesehen, seinen Bruder nicht gesehen, die Schwester nicht gesehen. Also nimmt er seine Familie und sie gehen wohin? Zurück nach Ägypten. Und jetzt passiert eine der wichtigsten Sachen dieser Geschichte. Musa a.s. ist in der Wüste nachts. Und jeder, der schon mal in Ägypten war und zum Beispiel von Kairo mit dem Auto oder Bus nach Sharm el-Sheikh gefahren ist, also über Sinai, durch diese Sinai-Halbinsel durch, hat diese riesen Wüste gesehen. Ja? Durch die du musst. Palästina ist hier, dann hast du Sinai und dann den Großteil von Ägypten. Und Musa a.s. muss jetzt durch diese Wüste. Und, also wenn ihr mal in dieser Wüste seid, riesen Wüstenflächen, riesen Berge, ja, was passiert? Musa a.s. verläuft sich. In der Nacht, Musa a.s. kommt vom Weg ab und verläuft sich. Und irgendwann sieht er in der Ferne ein Feuer, mitten in der Wüste. Und er sagt seiner Familie, wartet hier, ich gehe dorthin und schaue, was dort ist. Entweder ist das wirklich ein Feuer, was Leute gemacht haben und es gibt dort Leute, die wir fragen können nach dem Weg, nach Versorgung und so weiter. Oder das ist ein Feuer, was durch irgendwelche Naturereignisse entstanden ist. Dann können wir das Feuer nehmen und es nutzen für uns. Ja? Dass wir uns damit wärmen und so weiter. Musa a.s. nähert sich also diesem Feuer. Und umso näher Musa a.s. diesem Feuer kommt, merkt er, das ist kein Feuer, sondern Licht. Und dieses Licht wird immer stärker und stärker, umso näher Musa a.s. diesem Licht kommt. Und er sieht, dass er sich einem Baum nähert. Einem knallleuchtend grünen Baum, aus dem sehr grelles Licht kommt. Mitten in der Wüste. Ja? Also wenn ihr in Sinai mal seid, werdet ihr sehen, da sind keine Bäume. Das sind nur Felsen und Steine. Und in dieser Wüste sieht auf einmal Musa a.s. diesen knalllebendigen Baum, aus dem eine so, mitten in der Nacht, so ein starkes Licht kommt, dass sich Musa a.s. die Augen zuhalten muss, aus Angst zu erblinden. Und dann auf einmal hört Musa a.s. eine Stimme, O Musa, ich bin Allah, der Herr der Weltenbewohner. Und das ist das erste Mal, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit einem Menschen auf dieser Welt spricht. Natürlich, zuvor Allah subhanahu wa ta'ala hat mit Propheten gesprochen, aber nicht hier auf der Welt. Ja, mit Adam a.s. im Paradies. Aber hier auf der Welt, da war das erste Mal, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit einem Menschen auf dieser Welt spricht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt was? O Musa, ich bin Allah, der Herr der Weltenbewohner. Und das ist eine wichtige Thematik in unserer Glaubenslehre von Ahl Sunnah, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Ja? Dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht mit einer Stimme, die, wenn Allah subhanahu wa ta'ala spricht, man hört. Denn hätte sonst Musa a.s. nicht die Stimme gehört. Musa a.s. hat gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat. Hier ist übrigens eine lustige Thematik. Viele von den Sekten, die verleugnen, dass Allah subhanahu wa ta'ala tatsächlich spricht, die sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier diese Worte im Baum erschaffen hat. Also dass sozusagen der Baum gesprochen hat. Wie kann man darauf antworten? Wenn sie sagen, ja, nicht Allah hat gesprochen, sondern der Baum hat gesprochen. Was hat denn Allah gesagt? Allah sagt, ja, Allah spricht. Was hat Allah in dieser Aussage gesagt zu Musa a.s.? Dass er Allah ist. Ich bin Allah. Wenn wir jetzt, ich bin Allah. Wenn wir jetzt sagen, der Baum hat gesprochen. Naja, dann hätte der Baum gesagt, ich bin Allah. Ja? Das heißt, nach diesen Leuten ist dieser Baum Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Wenn dieser Baum gesprochen hat und gesagt hat, O Musa, ich bin Allah.
Und später sagt, in diesem gleichen Gespräch, ja, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu Musa a.s., diene mir, mir allein. Wenn der Baum das gesprochen hat, ja, die sollen Musa a.s. den Baum anbeten. Ja? Deswegen, das ist eine Thematik der Glaubenslehre von Ahlus Sunnah, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Ja, und dass man seine Stimme hört. Ja, ذاكر الأصحاب كن متأدبا